Ich begrüße Sie zur dritten Folge der Satire 1.5. Wir sind inzwischen in Formi-Ei. Das ist hier und reisen nun einfach weiter. Ins Landesinnere geht dann die Reise. So. Postra lux oritur multo gratissima namque Plotius et Varius sinuesae Vergiliusque occurrunt animae qua lis nec candidioris teratulit nec quis me sit de vinctior alter. Der nächste Tag brach an als dir bei weitem willkommenste. Also, zu Deutsch, der nächste Tag sollte der bei weitem schönste werden. Hier auch am Anfang vielleicht postra lux oritur, wieder eine leichte Stilerhöhung, dann multo gratissima, ablativus mensurae zu gratissima gezogen. Denn Plotius und Varius und Vergil stießen in Sinuessa zu uns. All im Vergleich zu denen die Erde, also keine reineren Seelen, noch denen ein zweiter Verbundener sein dürfte oder ist als ich. So, jetzt erstmal wieder schauen wir mal. Plotius und Varius, Plotius Tucca, ein Grammatiker, der nichts geschrieben hat, aber von dem wir nicht wissen, was er geschrieben hat, aber der hinterher die Aeneis rausgegeben hat. Dann Varius Rufus, der ein Epos de Morte geschrieben hat und vor allen Dingen den Thyest und von Vergil immer als Epiker bezeichnet wird, in 1.10, was heißt immer in 1.10, wird er nochmal genannt, beide werden dann nochmal genannt, und den wir aber eher als Tragiker kennen. Dann natürlich schön abgesetzt Vergil dahinter und dazwischen im Zentrum hier die Stadt, wo die sich treffen, in Sinuessa. Und das Ganze sieht jetzt so, also ein Lokativ, und das Ganze sieht jetzt so casual, also zufällig aus. Sie stoßen zu uns, die begegnen uns, so. Und hier wird die Konstruktion schwieriger, denn wir würden ja eigentlich ein Ablativ erwarten. Es ist aber ein Akkusativ Plural. Qualis neque candidioris animae, Seelen. So, jetzt geht das Qualis los. Seelen, also eine Apposition dazu. Welche die Erde niemals reinere trug. Als welche die Erde niemals reinere trug, würden wir das fassen. Und hier das Quis ist gleich Quibus, ne, ein Dativ, und denen, und die so sind, dass ihnen keiner verbundener ist als ich oder denen keiner verbundener sein dürfte als ich. Also es ist, ich denke eher, dass dieses Phänomen bei isquim und dem Konjunktiv hier eintritt, die so sind, dass, also vielleicht ein konsekutiver Nebensinn es doch besser trifft an der Stelle. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Konstruktion hier einigermaßen klar gemacht. Also dies ist eine Apposition, Seelen, welche. Ne? Das ist ja noch ein Nominativ, sehen Sie. Und jetzt hier der Akkusativ, da geht's los. Dann terra tulit, ja wahrscheinlich wirklich tragen. Und hier an der Stelle das doppelte T. Ja, die Alliteration sorgt vielleicht nochmal für rhetorischen
ja, Effekt. O qui complexus et gaudia quanta fuerunt. O, was gab es für Umarmungen und wie große Freudenausbrüche, vielleicht sogar im Plural ausübersetzt, gab es. Ist natürlich schön gemacht hier, qui, ne, und dann das C ist natürlich auch nicht so weit weg hier davon und das Quanta auch nochmal an betonter Stelle. Et gaudia quanta, qui nach dem O. Also hier ganz emotional, fast griechisch an der Stelle, das O reingesetzt. Nil ego contularim jucundo sanus amico. Nichts dürfte ich wohl vergleichen mit einem angenehmen Freund. Also, solange ich bei Sinnen bin. Also wieder prädikativ als ein Gesunder. Ich habe das jetzt schön ausübersetzt mit einem solange ich bei Sinnen bin. Das Sanus steht natürlich, ich sagte es schon mal in einer anderen Einheit, im Kontrast zu diesem Scribae, der in Sanus ist. Hier herrscht Ambitio vor, die einen das Leben schwer macht und weswegen man sich gleich verzieht. Und auf der anderen Stelle sind an der anderen dagegen, dem gegenübergestellt sind dann die Freunde, die sind natürlich willkommen, und das kommt hier schon mal. Und da freut man sich, ne, da lacht man nicht drüber, da freut man sich. Und ja, Freunde sind angenehm. Und das ist hier eine schöne Sentenz am Ende, natürlich ganz epikureische Doktrin, die wir ja auch in anderen Satiren dann auch nochmal in Satire 1,6 vor allen Dingen gleich, gleich zu Gemüte geführt bekommen. So. Proxima campano ponti quae willula tectum praebuit et par occhi quae nebent ligna salemque. Jetzt wieder ein Wechsel in der Stimme, jetzt nach diesem großen Freudenausbruch, jetzt sachlich. Die kleine Villa, die sehr nah war dem Pons Campanus, bot Dach und ja, die paar Ochi, die da wohnten und dafür zuständig waren, boten Holz und Salz, was sie mussten. Boten, was sie mussten, nämlich Holz und Salz, so würde ich das machen. Gut, Sie sehen, die Wortstellung ist nicht ganz einfach. Willula quae proxima campano ponti erat, würden wir schreiben, tectum praebuit et par ochi praebuerunt ligna salemque. Gut, hier geht es nach Kampanien rüber von Latium. Das war offensichtlich eine Station, wo es keinen großen Herbergsbetriebe gab. Da gab es nur eine kleine Villa, eine Villula. Und an diesen Stationen gab es dann Leute, die nannte man Parochi oder Parechein. Die wohnten da und hatten den Reisenden Dinge zu stellen. Parechein heißt ja bieten. Und später hießen die Kopiarii, die mit dem Nötigsten zu versorgen. Und das war sogar abgemacht, damit man die nicht ausnutzte. Und was die nun bieten mussten, das war Feuerholz und Salz, den Reisenden und Wasser wahrscheinlich auch noch, denke ich mal. Ja, und man sieht, das ist äußerst sachlich und äußerst sparsam. Die machen nicht mehr, als sie müssen. Aber natürlich, wir haben ja gerade die Freunde da vorher erlebt. Das bietet dann
den Kontrast und auf den Kontrast zum Folgenden ist es dann auch nochmal angelegt. Hinc muli capuae clitellas tempore ponunt. Achso, ja, hier ist schon der erste Punkt. Danach oder von hier aus legen die Maultiere die Sättel in capua tempore rechtzeitig ab. Also man ist dann nur eine kurze Strecke weitergereist nach Capua, der Provinz Metropole, und ja, hat man da Pause gemacht. Capuae clitellas, und das ist natürlich auch so kurz ausgedrückt, weil die Reise nur ganz kurz ist, ne? Fällt auf, dass es nur ein Sätzchen ist, zack, danach macht man Pause in Capua. Punkt. Lucid Maecenas dormit ego vergiliusque. Mäcenas geht zum Spiel, ja, zum Ballspiel. Da gab es Ballspielplätze überall in den kleinen Städten. Und ich und Vergil zum Schlafen. Auch knapp hier, faktischer Bericht. Die Supina stehen vorne. Sie sehen, sie lernen das Supinum nicht ganz umsonst. Ich sage es ja immer wieder, gerade bei Horaz kommt das relativ häufig vor. Und jetzt, warum? Namque pila lippis inimic et ludere crudis. Denn für Leute mit Augenkrankheiten und crudis, magenschwache Leute, ist es schädlich, mit dem Ball zu spielen. Ja, auch diese Konstruktion, ne? Inimicum steht zentral, inimicum est plus Dativ, lippis et crudis, und dann von inimicum abhängig dann der Infinitiv, der in Subjektfunktion steht, pila ludere. Pila ludere, so hier. Und irgendwie lippis et crudis, es ist doch, ja, doch ganz schön, die Wortstellung ist ganz schön gemacht. Lippis, wir wissen, Horaz ist Lippus, hat immer mal wieder mit Bindehautentzündung zu tun. Und crudis, wir wissen, dass Vergil, also aus einer Vita, wissen wir das, vielleicht ist es auch nur ein Trugschluss, weil die Vita das hier raus entwickelt hat, dass er mit Sodbrennen oder sowas Ähnlichem zu tun hat, und dann soll man nicht Ball spielen. Also jeder macht hier, was er will. Und dann, also man macht nichts groß miteinander. Sie sehen, das ist, weiß Gott, nicht vollständig, dieser Reisebericht. Es wird nur das Wichtigste hervorgehoben. Und natürlich ist dieses Wichtige schon von Horaz sehr kontrolliert gewählt. Immer wieder kommt er ja auf die Krankheiten, die kleinen körperlichen Schwächen und die körperlichen Gebrechen zu sprechen, denen man dann willfahren muss, damit man es möglichst angenehm auf so einer Reise hat. Und das ist natürlich alles in sehr epikureischen Geschichte, im epikureischen Sinne geschrieben. So. Hinc nos cocei recipit plenissima villa, quae super est caudi cauponas. Danach nahm uns die sehr reichlich ausgestattete Villa des Cocceius auf, die oberhalb der Schenken von Caudium liegt. So, bis hierher erstmal nur, denn gleich kommen wir zum Höhepunkt der Satire, und das will ich mir noch eine Folge aufsparen. Cocceius haben wir schon kennengelernt. Mal zurückblättern. Wo ist er? Hier oben. Der hat da offensichtlich auch noch eine Villa, und diese Villa ist
Plenissima, die ist mit allen Vorräten ausgestattet. Hier oben ist eine Villula, die hat nur das Nötigste und hier unten, da herrscht dann wieder Luxus. Und dann wird noch gesagt, wo die liegt, bei den Kaudi, Kauponas, die liegt oberhalb der Schenken von Caudium. Also man kann es sich da etwas besser gehen lassen in dieser Villa. Und das werden die auch gleich tun. Plenissima leitet jetzt schon diese kleine ja, Symposion-Szene ein, die dann beim nächsten Mal folgen wird. So, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.